Ich habe den Pyjama mitgenommen. Ich möchte, dass du in ein Möbelgeschäft reingehst und dich einfach im Bett hinlegst mit den Klamotten hier. Da stehen ein paar sehr, sehr freundlich aussehende Punks. Wirst du einfach mal jeden mit der Hand begrüßen? Wer, oder? Ich würde so gerne zuschauen. Ja, begrüßt ihr schon alle? Auf einmal sehe ich alles klar. Sie sind weg und ich bin da. Hallo Leute, was geht ab? Maximilian am Start. Ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal und zum zweiten Teil des zweiten Teils des Bonusmaterials. Nachdem das Video so ein großer Erfolg war, habe ich mir gedacht, okay, es gibt noch ein paar Szenen, die kennt ihr noch gar nicht. Vielleicht zeige ich euch die auch noch. So ist das Video entstanden und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Los geht's! Ich habe mir schon, muss ich ehrlich sagen, Gedanken gemacht, was wir alles heute machen könnten. Und ich habe mir Pyjama mitgenommen. Etwas Schönes zum Anziehen. Und ich möchte, dass du in ein Möbelgeschäft reingehst und dich einfach im Bett hinlegst mit den Klamotten hier. Und ja, dann improvisierst du einfach mal. So ganz normal, wenn du zu Hause dich ins Bett legst, dasselbe machst du einfach in dem Möbelgeschäft. Alter. Super Betten haben die da. Ja, ja, sind sehr angenehm. Wollen Sie es auch, wollen Sie sich dazulegen? Nein, nein, danke. Sie schauen nur. Ja. Na recht, haben Sie. Ich raste mich ein bisschen aus, gell? Schönen Tag, auf Wiedersehen. Grüß Gott. Kann man helfen vielleicht? Ja, ich kann nicht einschlafen. Würden Sie mir vielleicht was vorlesen? Eher nicht. Was ist denn das genau? Ah, das ist mein Studienbuch. Fürs Baccalaureat, genau. Und das muss ich mir noch mal durchsehen und heute war so ein anstrengender Tag. Das habe ich da. Sie haben ja wirklich super Betten, muss man sagen. Also ja. Ist fast gemütlicher als meins zu Hause. Was haben muss Sie man da schon sagen. Ein Boxspringbett tatsächlich. Okay. Aber das ist nicht so gemütlich wie das. Gott sei Dank ist da die Gelegenheit, dass man das gleich mal super ausprobieren kann. Also echt ein toller Service in der Leine da. Ja. Aber ich melde mich, wenn ich was brauche. Danke. Seid ihr aber mal schauen, wie stabil dieses Bett tatsächlich ist. Ja, wir probieren es einmal. Da, da, da. Da, da. Ja, super. Ah, gemütlich. Eine Ewigkeit später. Grüß Gott. Ja, gut. Danke, ich habe gerade mit dem Kollegen schon gesprochen. Alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Ja, super. Wirklich tolle Betten haben sie. Echt? Ja, muss man schon sagen. Mit der Bettwäsche auch zufrieden? Ja, tatsächlich. Aber ist das ist keine Baumwolle, das ist Polyesteranteil, oder? Merken Sie schon, oder? Ja, schon. Nein, mir ist noch nicht so heiß. Geht schon. Ich habe ja die perfekte Kleidung, wenn man das
ist wirklich praktisch. Na, kann man schon sehen. Und auf Testen, ja? Ja, recht haben. Danke. So, da hinten haben wir schon einen talentierten Tänzer und ich weiß, dass du auch sehr talentiert bist. Wie wär's mal mit dem Dance Battle? Mit dem? Einen richtigen Dance Battle möchte ich haben. Mit dem? Ja. Film, geh weiter. Geh. Ja, wer hätte gedacht, dass Maximilian so gut tanzen kann? Für all jene, die den zweiten Teil gesehen haben und mein Sturz in die Schuhkartons, für all jene, die es nicht gesehen haben. Was vielen bei der Anmoderation gar nicht aufgefallen ist, ich habe was komplett anderes an. Bevor es losgeht, bevor ich in die Schuhkartons hineinfliege, habe ich was komplett anderes an. Wenn man das kurz mal vergleicht. Ich möchte, dass du jetzt in irgendein Geschäft reingehst, komplett auf die Presse fliegst. Was ist da passiert? Ja, die Anmoderation, bevor es für mich in die Schuhkartons reingeht, haben wir kurz nochmal gequatscht. Juri hat mir die Aufgabe aufgegeben. Diese Videodatei ist verloren gegangen. Darum habe ich einfach die Anmoderation vom einen ganz anderen Sturz von einem ganz anderen Drehtag genommen und es ist euch nicht aufgefallen. Hier das Original. So, ich möchte, dass du jetzt in irgendein Geschäft reingehst, deiner Wahl, und komplett auf die Presse fliegst, auf dem Boden liegen bleibst und weinst. Weinen? Nicht übertrieben weinen, aber leiden. Du leidest einfach, du hast solche Schmerzen. Du brauchst Hilfe. Ja, da wäre der Rack. Die haben Skateboards und wurscht, gehen wir einfach mal in den Rack. Ja, scheiß auf den. Ich schalte mal das Mikro ein. Ja, okay. Wir sind ja da schon so nett gestanden und da stehen ein paar sehr, sehr freundlich aussehende Punks. Weil die so freundlich sind, du bist ja auch ein freundlicher Typ, ich weiß, wirst du einfach mal jeden mit der Hand begrüßen. Nee, oder? Ja, jeden einzelnen wirst du begrüßen. Da drüben stehen die schon, die warten auf deine Begrüßung. Warte. Und die freuen sich natürlich schon. Auf, Alter, die freuen sich natürlich. Ich bin schlimmer als Monk, Mann. Hör auf, Mann. Jeden einzelnen, so richtig schön. Juri kommt schon, begrüßt jetzt alle mit der Hand. Ist cool hier, Mann, komm hier. Sind aber süße Hunde. Alles klar? Wie geht's euch, Jungs? Alles cool? Was? Habt ihr auch Hip-Hop? Kein Hip-Hop? Wie geht's euch? Alles klar? Alles klar, Mann. Gott segne euch. Hallo. Cooler Hund. Oh Mann, ich werde nie wieder die Hände waschen, glaube ich. Das war's. Habt ihr eine Seife für mich? Scheiße, Alter. Ich merke, wie die Bakterien in meiner Hand, Alter, langsam zu einem Mensch werden. So, Freunde, damit sind wir schon wieder am Ende des zweiten Teils, Wie auch immer, wir sind am Ende des Videos. Eins lasst euch auf keinen Fall nehmen. Ich bin so ein bisschen der Schüler, ihr seid die Lehrer und ihr gebt mir die Note. Also, wenn es ganz scheiße war, einfach ein Dislike da lassen. Und wenn es gut war, ein Like da lassen. Lass dir dein Feedback recht nicht nehmen. Abonnier nicht vergessen und ich freue mich. Bis zum nächsten Video, euer Maximilian. Ich möchte, dass du die Apothekerin fragst. Hey Bro,
Yo! We are making the new album of Snoop Dogg, man. Snoop Dogg, yeah, some shit! We can drop it like fire, it's like a blast of fire! Right! You know, I do my first party, like I know it, like anywhere I do it. Like the children eating the popcorn and the supermarket. You know rap, man? You know Steel Rap? Steel Rap, man. Ding, 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 ding. I do the melody, you do the beatbox, and you do the rap. Whatever, okay, man. Yo, man, this is cool, man. Let's go. Let's go. Moving up like a superstar, I don't care what people say about me. Do my things and win, I don't give a fuck about them. Gonna be there when I use the hip-hop to find death. Say this shit to my dream, nigga, let me know that I'm still rolling in this frame. Like I don't give a fuck about this shit. Yeah. Great job. Well done. Yeah.